Wie sieht es mit dem sogenannten Shedding aus? Was ist da Ihre Einschätzung dazu? Was ist denn Shedding? Also Shedding ist ein englischer Begriff, der dafür genutzt wird, um zu definieren, dass die Möglichkeit besteht, die Spike-Proteine über Austausch von Körperflüssigkeiten, also Speichel habe ich jetzt schon gehört, zählt da nicht dazu, aber beispielsweise Geschlechtsverkehr oder auch Bluttransfusionen jeglicher Art sollen wohl dazu führen, dass die Spike-Proteine von einem Körper auf den nächsten übertragen werden können, so wie das ja beispielsweise schon nachgewiesen wurde von Müttern, die die Spike-Proteine über die Muttermilch an die Babys weitergegeben haben, ob es da vielleicht auch eine Verbindung in der Richtung gibt. Aus meiner Sicht bestehen keine Bedenken gegen solches Shedding. Weil ich hatte jetzt kürzlich den Herrn Professor Hockert, den Sie wahrscheinlich alle hier im Haus, im Saal kennen, hatte ich in einem Interview mit Radio München gesehen, ein sehr informatives und ein gutes Interview. Und da hat er gesagt, Speicheraustausch gibt es keine Bedenken, aber beispielsweise bei Geschlechtsverkehr wäre er da doch eher vorsichtig. Das wäre so seine Einschätzung. Okay, Professor Burkhardt, einmal dazu. Also aus eigener Erfahrung kann ich dazu nichts sagen, aber ich, also Erfahrung an den Präparaten, die mir zur Beurteilung vorlagen, so ist das zu deuten. Ich halte es aber durchaus für möglich und es gibt starke Anhaltspunkte dafür. Also ich kann einmal dazu sagen, ich bin mit diesem Phänomen das erste Mal im Mai 2021 in Berührung gekommen. Da war ich in Hildesheim eingeladen. Da war eine Kollegin da und sie erzählte, dass ihr Mann geimpft war und sie seit seiner Impfung Mikrothromben mit Einblutungen bekommt. Und da bin ich hellhörig geworden, denn ich meine, es ist eine Kollegin, ist keine Spinnerin, eine gute Beobachterin, insbesondere was den Gesundheitszustand angeht. Und seitdem beobachte ich sehr häufig das Phänomen, dass Leute ähnliche, also Mikrothromben mit Einblutungen bekommen, dass sie sich schlecht fühlen, ganz allgemein, dass sie Symptome haben wie Beklemmung der Brust, dass sie diffuse neurologische Symptome haben wie Taubheitsgefühl, Missempfindung und so weiter und so weiter. Es gibt bis heute keinen Laborhinweis. Es gibt die D-Dimere, wenn die erhöht sind, ist irgendwas los. Also man müsste die D-Dimere machen. Ob es durch eine Lymphozytenspezifizierung, das wäre die Frage an meinen Nachbarn hier, ob es da eine Möglichkeit gibt, da irgendwas nachzuweisen in den Untergruppen, da muss ich echt sagen, muss ich passen. Das einzige Blutwert, der mir einfällt, sind die D-Dimere. Wenn die erhöht sind, ist dieses Phänomen möglich. Und ansonsten die Symptome. Ich empfehle den Leuten, auf die Symptome zu achten und darauf, ob sie Kontakt mit Geimpften haben. Und wenn man dann nachfragt, wenn die die Symptome schildern, und dann wird das meistens fündig, dass die Familie zu Besuch war, die durchgeimpft ist, und so weiter und so weiter. Also es ist ein Phänomen, das mir sehr häufig aufgekommen ist, das ich glaubwürdig finde und das wir weiter beobachten müssen. Und wir haben zu diesem ganzen Themenkomplex ein Behandlungsblatt aufgestellt und das hilft recht gut. Ich kann es mal ganz kurz sagen, das ist einmal Ambroxol. Ambroxol verhindert das Andocken der Spike-Proteine an den ACE-Rezeptoren und führt dann zu einem Vermeiden dieser Symptome oder wenn sie eingetreten sind, kommt es, der Mediziner wird das verstehen, zu einer kompetitiven Hemmung und Reduktion. Das heißt, so langsam werden die angedockten Spike-Proteine ausgeschieden und das Phänomen verschwindet. Das zweite, was wir geben, ist ACC, ist bekannt als Hustenlöser, als Schleimlöser, ist eine Vorstufe zu Glutathion. Glutathion ist das stärkste Antioxidans, was wir im Körper haben. Ist also, wenn man zweimal täglich ACC 600 Brausetablette nimmt, ja, boostert man, sage ich mal ganz salopp, boostert man sein Immunsystem.
Und des Weiteren empfehle ich ein Naturheilmittel, die Zistrose von Dr. Pandalis und den Kiefernadeltee, worin Suramin ist. Wenn das nicht wirkt, geben wir hochdosiert Vitamin C Infusionen, 30 Gramm. Und ich habe bisher alle Nebenwirkungen von der Impfung einschließlich Facialis Parese mit Augenlähmung und so weiter wieder auf die Reihe gekriegt. Also wer möchte, mag mich anmelden, kriegt dieses Blatt. Es ersetzt natürlich keine ärztliche Behandlung, muss ich immer dazu sagen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ne? Und es ersetzt das nicht, aber es ist häufig eine Hilfe. Und wenn man dann nach 1-2 Wochen nicht zurechtkommt, kann man sich an einen Arzt wenden. Das mal zu dem Thema. Danke. Ja, ich bin Annette Walter. Ich bin Körpertherapeutin in einer psychosomatischen Klinik. Und als mein ganzes Team geimpft worden ist, hatte ich das Gefühl, das Problem mit Shedding zu haben, nämlich in Form von massiven Histaminausschüttungen, die dann zum Blutdruckabfall geführt haben, zur Tachykardie und so weiter. Haben Sie da schon irgendwelche andere Patienten auch gehabt, die Ähnliches erlebt haben? Also Kreislauferscheinungen kenne ich, ja, das kenne ich. Wir erleben ja, dass die Nebenwirkungen der Impfung und damit auch die Shedding-Symptome unglaublich vielfältig sind und dabei viele Symptome rauskommen und viele Syndrome, wie wir sie als Arzt bisher überhaupt nicht kennen. Also das sind Krankheitsbilder. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, dass die Ärzte sagen, nö, es hat mit Impfung nichts zu tun. Ich glaube, dass wir diese Krankheitsbilder, Symptome zum Teil überhaupt noch nicht verstehen und zum Teil auch gar nicht wissen, wie das im Einzelnen zustande kommt. Das wird noch eine ganze Zeit der Forschung bedürfen. Die Abhilfe, ich hatte sie gesagt, ist ähnlich. Man auf diese Art und Weise kann man es ganz gut versuchen. Okay?